Hallo liebe Community, verliebte Zuschauer, ich bin's wieder, Gamer Kuh, mit der 27 Folge von Horizon Forbidden West. Erstmal Vertrag hier lesen. Der folgende Vertrag ausgestellt von Carefuss, Portale KG, Plünderer, verpflichtet hiermit den Empfänger Jiren. Da bringen folgende dieser. Jiren wird eine Panzerwanner von den angegebenen Maschinenherde eliminieren, um die Plünderer Zugriff auf die Panzerwarenkiste zu verschaffen. Jegliche Antwort darf die Jiren als Lohn für die geleistete Dienste behalten. Am markierten Weg wurde Fallen bereitgestellt. Außerdem befindet sich dort ein Lager, das regelmäßig von den Maschinen aufgesucht wird. Die Jiren versteht, dass die Annahme dieses Vertrags inhärente Risiken beinhaltet, einschließlich körperliche oder physische Verletzungen, Schmerzen, Leiden, Einstellung vorübergehender oder dauerhafter Lähmung und oder Tod. Aber bitte stirbt nicht, ich brauche die Teile wirklich dringend. Alles klar. Ich gehe durch das. Ich will erstmal hier mehr Sicht auf die Karte haben. Ui. Nett. Sehr nett. Ultra nett. Alter, Hilfe! Viele alte Marks hier. Muss eine große Schlacht gewesen sein. Die Alten haben alles gegeben, um den Pharaoh-Schwarm abzubremsen. Zero Dawn Zeit zu verschaffen. It's a magic! Alter. Was ist das denn? Löschwassermunition könnte sie verletzen. Jo, ist klar, Alter. Oh, ein Himmelsleiter. Bekomme ich Daten über die Umgebung. Alter, wie soll ich die Tipp? Dass ich so schwer huste.
Alter Witzka, ey. Nie wieder nur zum Langhals. Alter, das war jetzt gerade ein Scheißkampf. Hier ist ja ein Känguru hier. Alter, willst du mich trollen? Alter, das gibt's doch nicht. Oh. Mach. Jägerin, du bist zurück. Schnauze. Bin angepisst. Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. Ich habe den Vertrag gelesen, Schnauze jetzt. Den Nacktrebellen. Offenbar haben sie bei Fahrlicht ihr Lager aufgeschlagen. Ich sehe lieber nach, was die vorhaben. Sie haben Reiter. Patrouillen in der Gegend. Ich muss aufpassen. Mhm. Nummer 1, wo war jetzt Nummer 2? Ich wurde entdeckt. Stirb! Kopfschuss! Ich halte dich auf! Geh
Gibst du jetzt? Danke. Wartet er denn noch auf mich? Okay, das haben wir. Das ist der erste. Und du bist da vorne. Hochklettern. Vielleicht komme ich so ins Lager. Gib mir etwas! Okay, wie gehe ich das am besten jetzt hier an, damit ich weiter vorankomme? Überrumpeln lassen, wenn der Feind zurückkommt. Ein Gefangener. Hossaram, glaube ich. Wachsam bleiben. Ja, schön wachsam bleiben, sonst komm ich und mach dich tot. Auf der Hut sein, sonst schlagen sie wieder zu. Sehr schöner Danke. Sehe ich die Tür hier auf? Hey, ich helfe dir. Unten bleiben und mir nach. Alles klar. Meine Schuld. Ich weiß nicht, was in diesem Plan ist. Die Fremde ist zurück. Dann kann's ja weitergehen. Jo. Kopfschüsse. Ich glaube, eins dieser Gebäude ist eine Kommandozentrale. Es war die Jägerin. Wachsam sein, Leute. Da bist du.
Schau mal, da ist jemand. Darauf habe ich den ganzen Tag gewartet. Was haben wir denn hier Schönes? Getreuete Nacht! Hört mich an! Man sagte mir, ein Soldat dieses Lagers habe einen der Söhne des Prometheus zum Streit provoziert. Ihr solltet lieber nicht vergessen, dass unsere Verbündeten uns die Maschinen liefern, auf denen wir zum Ruhm reiten werden. Der nächste Narr, der sich mit ihnen anlegt, wird ausgeweidet und wie Aas in die Wüste geworfen. Es gibt keine zweite Warnung. Wird das genügen? Ja, das sollte verhindern, dass deine Leute mit meinen aneinander geraten. Ich danke dir, Regala. Möge unser Weg zum Sieg führen. Regala arbeitet also nicht allein. Diese Söhne des Prometheus gaben ihr die Mittel zur Überbrückung von Maschinen. Ein Vorrat schadet nie. Okay. Sieht aus, als wollten sie einen Lohe-Vorrat anlegen. Genug, um etwas Großes zu sprengen. Eine Karte des Schreckens. Mit allen Bewegungen von und nach Fahrlicht. Die Schwachpunkte der Festung sind markiert. Sie werden Fahrlicht sprengen. In das Loch wird eine ganze Armee reinpassen. Regala plant also, das Sonnenreich anzugreifen. Sofern sie eine ausreichend große Armee aufstellen kann. Ich muss diese Lohe vernichten. Die Brücke hoch! Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Quest. Bin in die Lohn aktiv. Ich muss jede Lohe, die herumliegt, loswerden. Ein weiterer Tag endet. Okay. Sprengung. Ne, okay. Ich muss die Lohe in die Luft jagen. Fahrlich zuliebe. Hat noch jemand gesehen? Ich habe nichts gesehen. Du? Ich hatte recht! Wir gehen hier das! Wir wollen Vergeltung! Gefällt dir das? Gefällt dir das? Ich muss nur auf die Lohe schießen, sie in die Luft jagen. Der Beutel ist voll.
Aber im Rucksack ist noch Platz. Geil. Ich muss jede Lohe, die herumliegt, loswerden. Wie viel ein Händler mir wohl dafür geben würde. Na, mal gucken. Die müssten dann hier unten sein. Ich sollte nach weiteren Rebellenlagern Ausschau halten und verhindern, dass sie Ärger machen. Ich muss mehr über diese Söhne des Prometheus. Ich muss die Lohe in die Luft jagen. Fahrlich zuliebe. Na, wo ist denn das? Ich muss nur auf die Lohe schießen, sie in die Luft jagen. Ja, denkst du, was ich hier suche? Ja, oder glaubst du, ich laufe aus Spaß rum? Ich muss jede Lohe, die herumliegt, loswerden. Lohe. Nur einen kurzen Ritt von der Karja-Grenze. Es sei denn, ich jag sie hoch. Sehr schön. So. Mir geht's gut. Ich bin nur etwas aus der Puste. So, damit hätten wir das. Wo wir 10 Job nehmen. Ich wollte gerade zum Langhals. Okay, falscher Langhals. Ist der falsche. So, erste Rebellenlager gesäubert. Tschüssikowski. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch mit dieser Folge. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Sag wie immer, Zucko, ciao, bis zum nächsten Mal. Ah, gehen wir die Kuh. Ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule, ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.